Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir haben ja das letzte Mal diesen letzten Demigeist gesucht, der uns noch fehlt, dass wir die 13 Stück zusammen haben. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich weiß, wo wir noch einen finden. Und da müssen wir nämlich genau... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dahin. Da müssen wir hin und da finden wir nämlich unseren 13. Demigeist. Ich hatte, wie gesagt, wirklich keine Lust, da noch stundenlang, wochenlang, monatelang zu suchen. Und. Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Oh, hier wollten wir anscheinend. Oh, hier hinten ist auch noch eine Truhe. Sehr gut, sehr gut. Schön, hallo. Dankeschön, mein Freund. Weil wir halt nie wieder in diesem Raum gewesen sind. Deswegen sucht man halt dann auch nicht mehr unbedingt danach, gell? Und guck, da hinten steht der Letzte. Du gehörst mir, Danny Geiss. Sehr schön. Dankeschön. Ich komme irgendwann wieder. Okay, da können wir das jetzt abgeben. Das Ende eines Flures? Nee, das wäre das. Nee, wo ist es? Da. Okay, da geben wir jetzt die letzte Statue ab. Dann geben wir jetzt unsere Stufe 3 in Alohomora und genau. Und dann machen wir, würde ich sagen, ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Dass wir da mal ein bisschen vorankommen. Hi, mein Freund, was geht? Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich, vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Alohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Sehr schön. Jetzt, da Sie Alohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und entfernen Sie die Monde. Wird gemacht, Oberhäuptling. So, dann machen wir. Da gehen wir jetzt zur Hauptstory, wie wir gesagt haben. Okay, was? Ba. Da hoch müssen wir. Das ist der Flügel. Genau, da gehen wir dahin. Okay, warte. Huch, hey, schubst doch nicht rum, was ist los mit dir? Alter, hier bekommt man ja einen Drehwurm. Oh, hallo. Oh, hey. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Wie gut sprichst du Koboldogak? Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut? Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen.
Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du noch nie einen Kobold getroffen? Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Dann lass uns zur Mine gehen. Lord Gok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Alles klaro. Wie sieht denn eigentlich bei uns Nähe Ausrüstung? Wollte ich nochmal schnell reingucken, nicht, dass wir zu viel haben. 12, das geht. Wo müssen wir denn hin? Da runter. Sind wir da noch nicht gewesen? Okay. Okay, ja, wir haben sowieso noch nicht alle. Naja, vielleicht kommen wir endlich mal irgendwann hier in dieses Gebiet hier unten rein. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Das wirst du nie herausfinden, mein Freund. Los! Die sahen auch schon mal besser aus. Es war einmal... Eine Prüfung Merlins? Was haben Sie jetzt vor? Ich wollte gerade sagen, warum geht das nicht? Achso, das ist bloß was zum Einsammeln. Ach, wir müssen bestimmt da hoch in die Höhle, denke ich mal. Hier ist er doch, der Kleine. Hi, was geht? Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Ja, aber sie hatten keine Wahl, damit hätten sie rechnen sollen. Aber sie hatten keine Wahl. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut.
Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Ranrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Ranrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Erzählen Sie mir mehr über die Tür. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Wir sind bereit. Ahmed und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Bis später. So, dann müssen wir mal hier. Ich bin leise. Na, dein Glück. Diese Tür beobachtet uns. Easy. Ach ja, betreten, das Auge der Mine. Okay, wenn die anderen uns auch nicht sehen sollen, müssen wir jetzt die ganze Zeit in Verstohlenheit da rumrennen. Das wäre ja schon ziemlich langweilig, oder? Wir bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie nie erträumt. Rebellion. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Ich fasse es. Rebellion. Koboldmine. Ach hier. Rebellion. Cool. Dankeschön. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas... Okay. Anderes. Ahmed, bleib in meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Wollen wir die aus dem Rennen prügeln? Komm, Pringo! Pringo! Lachio! Oh! Bombarda! Deine Zauberprallen an der Acht! Komm, Pringo! Wow! Ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Ahmed. Du hast mein Wort. Rebellion.
Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Ach, schon wieder. Herumschleichen. Glaub mir. Ja, ich hab gerade oben das Auge nicht gesehen. Confrido! Revelio! Accio! Revelio! Okay, na warte mal, da oben ist ja noch eine Truhe. Wie kommen wir denn da hoch? Finden sie auch noch einiges. Hier geht's. Doch, jetzt ist sie offen. Dankeschön, sehr schön, sehr schön. Ich fühle mich wie eine Figur aus einem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten Rebellion. Bauen. Er wird es noch herausfinden, sagt er. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großes. Rebellion. Aber woran? Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Das wird sich noch zeigen. Confrido! Ja! Findest du das noch? Protego! Da bist du. Kleiner Mieser, du! Oh, das ist einfach zu viel. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Oh ja. Ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Ja, ja, ist ja gut. Wir können nicht mehr tragen. Ach hier. Ist ja gut, wir können ja nicht mehr tragen. Das haben wir schon festgestellt. Revelio. Jetzt haben wir wieder hier drinnen so viel, genau, und ja.
Rebellion. Jetzt gibt's hier drinnen wieder so viel. Und ich weiß wieder nicht, was wir als erstes machen sollen. Oder wo wir am besten hin sollen. Okay, gut, die zeigen uns ja, wir sollen dahinter. Irgendwie, aber wir gucken uns hier so noch ein bisschen um, weil hier wird es bestimmt noch das eine oder andere Tolle geben. Okay, der rennt erstmal da oben rum, sehr schön. Naja, ich glaube, da müssen wir dann von dort durch. Denke ich mal jetzt so. Ach, hier haben wir auch noch was. Guck mal. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Rebellion. Klein dafür. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lockdown. Das ist mir schon klar. Da hinten haben wir anscheinend auch was vergessen. Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Lumos, wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Rebellion. Okay, das war's schon. Lumos. Bombarda! Ja! Defendo! Contendo! Glacio! Glacio! Aber kleiner, mieser Vogel! Ja doch! Au! Defendo! Bombarda! Contendo! Da würde ich schon ganz schön! Glacio! Ich werde mich fischen. Ladehemmung. Du geboren wurdest. Na, sei doch froh. Kleiner Scheißer, du. Schade, nicht ganz. Ja, komm, du kleiner Mieser. Na, du kleiner Scheißer, was willst du? So, der war bloß eingefroren. Ich hab gedacht, der war tot. Das waren sicher die letzten Armeen. Rebellion. Ich hab gedacht, er war tot. Aber das waren bloß eingefrorene. Yeah, jetzt haben wir soweit alles.
Okay, warte. Incendio. Da machen wir den Kessel an, dann ziehen wir dort an das. Jetzt müsst ihr es hinhauen. Ah, guck, das brauchen wir doch. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok Bericht. Verlasse die Mine. Sollen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückrennen? Schnelleren Weg hier rausgeben als den wir gekommen sind. Ja, das frage ich mich ja auch. Frage ist nur wo. Das frage ich mich auch, aber wo? Revelio. Fliegen können wir ja hier nicht irgendwie so, ne. Hier kommen wir ja nicht drüber. Es muss einen schnelleren Weg geben. Schön, ich habe echt keine Ahnung. Das ist echt gerade gut, gell? Ich glaube aber, ehe ich hier was gefunden habe, wäre schon lange oder viel schneller den Weg rausgerannt. Aber ich sehe halt hier auch nichts, dass man hier irgendwo lang gehen könnte, dass hier irgendwo... Hier, guck mal. Ah, guck mal, hier. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Revelio. Was haben wir denn hier hinten Feines? Stufe 2. Hallo, Homura. Revelio. Dankeschön. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Wuhu!
Na dann. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Ja, ja, alles gut. Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Viel Spaß. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Bis später, Vierter. Hey, Lodgok. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt und ich weiß von dem Behälter. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Bradbaughs Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Ranrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Ranrock weiß. Ich schicke meine Eule. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch natürlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!